So, schöne Grüße aus Dunkirk. Ich habe mir gedacht, dieses Jahr mal dem Trubel in Köln zu entfliehen, nicht Karneval in Köln zu feiern, sondern an einen ruhigen Ort zu ziehen. Ich habe mir gedacht, Dunkirk, der Norden Frankreichs, ein wunderbarer Ort. Da ist es ruhig, ganz ruhig, das gefällt mir. Also ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt einfach jedes Jahr beim Karneval nach Dunkirk komme. Das hat nichts zu bedeuten. Ich wundere mich ein wenig über die Polizeipräsenz hier in Dunkirk, aber hat nichts zu bedeuten. So, ich bin jetzt auf der anderen Seite des Hafenbereichs und es ist immer noch ruhig. Also, ich gehe einfach mal zum Rathaus. Die werden ja nicht Karneval feiern in Dunkirk, glaube ich nicht. Warum sollten sie? Das würde man ja wissen. Ne? Das hätte ich ja gewusst im Vorfeld. Ne? Es war wirklich eine gute Entscheidung von mir, dem Trubel des Kölner Karnevals zu entfliehen, indem ich nach Dunkirk reise. Weil hier auch kaum Karneval gefeiert wird. Ich möchte sagen, minimal. Minimal. Ich bin jetzt hier auf dem Platz vor dem Rathaus. Ich glaube, hier findet gleich irgendetwas statt. Es kann an meiner Sprachbarriere hängen. Aber so viel, wie ich jetzt gerade verstanden habe, findet hier gleich das alljährliche Heringswerfen statt. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Heringe sind, die werfen, oder ob Heringe geworfen werden, aber das kann ja nicht sein. Also das wäre ja albern, wenn jetzt hier gleich Heringe geworfen werden. Eine doch sehr oft gesungene Melodie hier in Dunkirk ist da 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 da. Und irgendwie kommt mir die Melodie bekannt vor, aber es fällt mir gerade nicht ein, woher. Aber ich bin mal gespannt, was es mit dem Heringswerfen auf sich hat. Ich glaube, der Bürgermeister wirft Heringe aus dem Rathaus heraus. Das wäre ziemlich albern, aber würde zu dem Karneval ja an sich auch passen. Oh, Obelix. Also der Platz füllt sich. Also die Vermutung, dass gleich der Bürgermeister erscheint, erhärtet sich. Nur mal gucken, ob er auch Heringe wirft. Das wäre sehr albern, aber auch sehr lustig. Und ich höre mich noch sagen, geh nach Dunkirk, Gerd. Da ist es ruhig, Gerd. Da feiern sie gewiss kein Karneval, Gerd. Wenn die hier gleich ernsthaft Heringe statt Kamelle werfen, raste ich aus. Es ist jetzt hier sehr eng. Es wird quetschig. Also der Herr mit der Zunge hat mir gerade tatsächlich erklärt, dass tatsächlich gleich der Bürgermeister kommen wird, um Heringe zu werfen. Und ich nehme mal an, wenn der Bürgermeister am Balkon erscheinen wird, rastet hier die Gemeinde komplett aus und dann wird er wohl Heringe werfen. Alarm, sag ich mal. Alarm. Kamelle! Strüsschen! Jetzt müssen wir auch alle sehen. Ey, du tust dich nicht mal, du tust dich nicht. Was ist das, die Malut? Ich verstehe kein Wort. Aber der Bürgermeister wirft Heringe und das Volk, so habe ich es jetzt begriffen, drängt ins Rathaus. Und die pressen da wirklich rein. Ich habe mich da gerade rausgekämpft. Ich gehe so rein. Ich gehe so rein.
der wirft ernsthaft Heringe vom Balkon. Und Fritten. Und große Fritten. Jo, warum nicht? So viel habe ich übrigens begriffen, das Safe Word beim Karneval in Dunkirk heißt wohl Sorti. Wenn man das sagt, dann muss man rausgelassen werden. Wenn da Leute fallen oder wenn die so dann Panikattacken bekommen in der Enge, dann rufen die Sorti und dann machen die so einen Platz, so einen Gang und dann kann man da einfach rausgehen. Also einfach Sorti rufen beim Karneval in Dunkirk, wenn man denn Panikattacken bekommt. Ich habe leider bisher noch keinen Hering fangen können. Schön ruhig hier in Dunkirk. Schön ruhig. Ein perfekter Ort, um dem Trubel in Köln zu entfliehen. Und es gibt auch gar keine albernen Traditionen hier. Wild gebrochen und gepinkelt wird hier auch. Also, es ist wieder heim. Ich kriege den Ohrwurm nicht wieder raus. Wo kommt die Melodie her? Woher kenne ich die Melodie? Kann mir da behelfen?